Herzlich willkommen zu einem Unboxing. Diesmal geht es um ein CarPlay. So könnt ihr euer Fahrzeug quasi mit CarPlay nachrüsten. Und das funktioniert auch ganz gut. Das Ganze ist für Android und für Apple kompatibel. Ihr bekommt hier einen 7 Zoll IPS Display. Und der hat neben einem USB auch einen Kartenslot dabei. Vor allen Dingen könnt ihr auch zum Beispiel per Kassette, wie ich das mache, dann per Klinkenstecker das Ganze hier entsprechend einführen, sodass ihr dann auch zum Beispiel über euer Handy oder euer MP3-Player entsprechend die Audioquelle anschließen könnt. Das funktioniert auch sehr gut. Kommen wir mal zu den Daten. Ihr habt hier ein 7 Zoll Touchscreen mit 1024x600 Pixel und ihr habt hier ein F133 CPU mit 1 GB RAM. Also wirklich nicht gerade ihr Hit, aber es reicht definitiv, um solche Dinge wie die Rückfahrkamera oder Apple CarPlay auch zu nutzen. Vor allem cool, ihr habt hier noch einen Kartenslot mit dabei. Die Befestigung und alles ist wirklich gut, also ihr könnt das Ganze übrigens auch ausfahren. Es ist nicht nur so, dass ihr das Ganze jetzt irgendwie an der Scheibe dran befestigen könnt, sondern ihr könnt das auch noch ein bisschen zu euch herausfahren. Das Ganze ist stabil und es hält auch, es lockert sich so manchmal nach der Fahrt, das muss man schon sagen. Ich denke, dass man da eine bessere Lösung hätte arbeiten können, aber es ist auf jeden Fall funktioniert und ja, hier haben wir nochmal die Klinkenstecker, da könnt ihr dann, wie gesagt, die Audioquellen verbinden. Hier auch nochmal. Das ist dann hier der Stromkonnektor für euer Auto, ist klar. Ich denke, selbsterklärend. Und hat auch eine gewisse Länge, ich glaube 1 Meter oder 1,5 Meter sind es. Dann habt ihr nochmal eine Rückfahrkamera. Ich habe die jetzt nicht bei mir montiert, weil ich habe schon eine. Aber die könnt ihr natürlich auch dann hier entsprechend montieren, das ist alles mit dabei. Kabellänge reicht, um die Rückfahrkamera also von vorne nach hinten zu verlegen. Das geht auch, das soll auch kein Thema sein. Und wie gesagt, Kabellänge, also alles astrein, sollte passen. Und sobald ihr dann rückwärts fahrt, dann wird euer quasi das Display eingeschaltet und ihr seht dann die Rückfahrkamera. Hier nochmal das Ganze, wie das nutzt und verbaut wird. Da könnt ihr einfach pausieren, wenn euch das interessiert. Ich muss sagen, ich habe das Handbuch jetzt nicht großartig angeschaut gehabt. Ich habe das direkt benutzt. Und ja. Es ist eigentlich fast selbsterklärend gewesen. Übrigens könnt ihr euer Smartphone auch mit dem Kabel verbinden. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht unbedingt über Bluetooth gehen, sondern ihr könnt auch die Kabelverbindung nutzen. Ich würde sagen, es ist sogar vielleicht ein Tick weit besser. Zumindest das Telefonieren über Bluetooth war eine Katastrophe, hat nicht gut funktioniert. Aber dazu dann, wie gesagt, später mehr. Kommen wir jetzt mal zur Installation. Also, wie gesagt, ganz easy. Und sobald das Ganze installiert ist, ich habe jetzt hier ein Kassettendeck, wie gesagt, das wird dann hier so entsprechend mit dem Klinker eingeführt, damit ich den Sound dann von dem CarPlay über die Kassette dann über meine Audioquellen weitergebe, also an die Lautsprecher im Auto. Und wenn das Ganze installiert ist, dann über Bluetooth mit dem Handy verbinden. Und sobald ihr die Bluetooth-Verbindung durch habt, funktioniert das auch astrein. Das heißt, immer wenn ihr einsteigt mit eurem Handy, funktioniert das CarPlay sofort und erkennt euer Handy auch auf Anhieb. Hier nochmal die Installation, das heißt, hier müsst ihr mal das Datum und solche Dinge einstellen. Hintergrund könnt ihr auch nochmal einstellen. Ganz, ganz wichtig ist auch nochmal die Audioeinstellung, aber das komme ich ja auch nochmal gleich zu. Ja, ihr seht hier, habt ihr eine Menge Einstellungsmöglichkeiten, was die Software selbst betrifft. Dann gibt es nochmal hier das mit dem Horn. Das heißt, dass dann das Audio über das Gerät selbst weitergegeben wird. Was halt echt grauenhaft klingt. Aber dazu, wie gesagt, später mehr. Radio funktioniert leider überhaupt nicht. Also ich habe keinen einzigen Sender reinbekommen und das Anrufen war, wie gesagt, auch grauenhaft. Auch furchtbar klingt der Sound über das Gerät selbst. Da ist die Einstellung Horn aktiv. Ich habe doch erst gedacht, was ist denn das? Das ist jedenfalls die Einstellung, worüber das Gerät dann selbst die Musik und alles selbst abspielt. Klingt extrem furchtbar. Also die Lautsprecher in dem Gerät selbst sind eigentlich meiner Meinung nach total unbrauchbar. Und man ist froh, dass die Dinge aus sind. Also ihr habt es gehört, das klang wirklich schlimm. Ich weiß, ich habe euch da was angetan, es tut mir total leid. Und ich hoffe, dass ich das nicht jetzt hier stumm schalten musste wegen der GEMA. Kann ja auch passieren. Deswegen, wenn ihr jetzt nichts gehört habt und das stumm war, dann seht es mir bitte nach. Dann war das ja GEMA ihre Schuld, weil ich musste das dann leider stumm schalten. Das ist echt schade, aber manchmal ist es so. Die Audioqualität von dem Gerät ist jedenfalls eine Katastrophe. Aber ansonsten, ja,
finde ich Qualität eigentlich, der Preis, Leistung fast schon angemessen. Die Geschwindigkeit von dem Gerät ist auch nicht die schnellste, das muss man auch sagen. Man muss schon stellenweise ein bisschen warten. Jetzt hier so geht das zwar relativ zügig, aber wenn man so ein bisschen am Umschalten ist, dann merkt man doch schon, dass es da einfach eine gewisse Zeit braucht. Und hier diese Horneinstellung, die müsst ihr unbedingt ausmachen. Diese Horneinstellung ist genau das, was halt, dass halt die Musik und alles über das Gerät selbst abgespielt wird. Und das müsst ihr wirklich ausmachen. Dann wird nur noch die Audioquelle quasi über den Cinch oder halt, ich meine, über die Klinke oder halt über Bluetooth etc. genutzt. Von daher macht das am besten aus, dann habt ihr diesen störenden Sound nicht mehr dabei. Ich finde es auch schön, dass man jetzt so navigieren kann. Also navigieren, das klappt auch wirklich super. Und man kann auch relativ einfach über Spotify und solche Dinge umschalten. Ihr seht ja so die Qualität von der Leistung her, das braucht eine gewisse Zeit. Gerade beim Navigieren merkt man doch, das ist doch ganz gut, dass der Prozessor einfach nicht der schnellste ist. Und es gibt natürlich auch andere Anwendungen, wo man es dann ein bisschen merkt, dass er hinterher zibbelt. Aber, wie gesagt, es ist eigentlich in Ordnung, weil ihr kriegt sogar noch eine Rückfahrkamera mit dabei. Das ist echt top. Und wenn man eigentlich so mal sieht, was eine Rückfahrkamera alleine schon kostet mit dem Display, da seid ihr in der Regel auch schon mit 30, 40 Euro mit dabei. Hier habt ihr auch gleichzeitig ein CarPlay mit dabei. Und ihr seht es ja, ich habe hier unten noch ein Display, deswegen brauche ich keine Rückfahrkamera. Aber ja, ist eine tolle Sache. Ich bin zufrieden damit. Ich finde es vor allen Dingen cool, dass wenn ich ins Auto einsteige, gleich das Handy sich verbindet und ich dann die Musik direkt darüber hören kann oder halt navigieren kann. Das heißt, sobald ich einsteige, verbindet sich das Ganze mit dem CarPlay-Gerät und ich kann dann sofort loslegen. Funktioniert wirklich in der Praxis auch sehr gut. Ihr könnt euer Gerät, wie gesagt, auch per USB verbinden. Das heißt, wenn ihr ein USB-Kabel habt, dann verbindet das am besten mit eurem iPhone oder mit eurem Android und dann könnt ihr es auch gleichzeitig aufladen. Und die Verbindung besteht auch deutlich besser als über Bluetooth, das muss man auch sagen. Radio funktioniert leider überhaupt nicht, das finde ich total schade, dass da hat man überhaupt nichts gehört, es war absolut nichts zu hören darüber. Hier nochmal, wie die Qualität von der Seite aussieht. Sieht vom Display her, dass ihr das auch mal so ein bisschen einschätzen könnt, wie die Qualität von dem Display von der Seite ist. Ich finde, es ist auch eigentlich recht gut ablesbar. Es ist jetzt auch nicht so groß mit 7 Zoll und dadurch, dass es halt auch viele Eingänge hat, vor allen Dingen auch einen Kartenslot nochmal hat, habt ihr eigentlich sehr viele Möglichkeiten. Ihr könnt, wie gesagt, auch darüber Videos anschauen. Über diesen Kartenslot geht das. Ihr könnt natürlich auch MP3s anhören, das ist alles kein Thema. Also da habt ihr die Möglichkeit, zum Beispiel Musik auf das Gerät direkt einzuspielen, also auf diese Karte, und dann könnt ihr das direkt nutzen. Ich finde es eine klasse Sache, auch ältere Fahrzeuge mit dem CarPlay auszurüsten. Optisch macht es eine ganz gute Figur, wie ich finde. Ich freue mich jedenfalls darüber, endlich mal zu navigieren, weil ich habe jedes Mal rumgeschaut, aufs Handy geschaut und ich finde das auch viel einfacher jetzt darüber, mal Spotify anzusteuern, und ich finde das einfach gediegener und muss sagen, für mich hat sich das gelohnt. Negativ ist, wenn man darüber telefonieren möchte, das klappt überhaupt nicht gut. Da hört mich der Gesprächspartner überhaupt nicht gut. Ich höre den Gesprächspartner übrigens auch nicht. Also da kann man einfach nur sagen, am besten direkt umschalten auf Lautsprecher und das Handy dann entsprechend in die Nähe holen, damit ihr da telefonieren könnt. Aber über das Kabel hier, das geht gar nicht. Also ihr hört euren Gesprächspartner total leise. Also macht überhaupt keinen Sinn, ne? Interessant ist, dass ja auch Zoom mit dabei ist. Also ja, scheinbar kann man auch Videotelefonie machen. Finde ich auch eine coole Sache. Ich habe es allerdings nicht getestet. Generell muss man sagen, dass bis auf diesen Abstrich mit dem Telefonieren und dass es auch mal Verbindungsprobleme gab, das Ganze eigentlich recht gut funktioniert. Übrigens könnt ihr auch eure Nachrichten vorlesen lassen. Also von daher kann eine kleine Kaufempfehlung schon rausgehen. Ich finde es nicht schlecht. Ich finde es auch cool, dass man Siri benutzen kann oder auch Google KI benutzen kann. Das ist echt toll. Das heißt, ihr könnt dann sagen, hey Siri, spiel mal den nächsten Track ab oder hey Siri, ruf mal blablabla an. Also das funktioniert auch sehr gut.